nur ihr zwei habt euch irgendwie. Dass wir schneller sind. Oh, da liegt was. Ruhe. Die ist schon leer. Toll. Viel Spaß beim Öffnen, ja. Ich bin dann daher. Ich muss das Ding machen. Dagumi hat nochmal Geburtstag. Hey! Birthday! Eigentlich sollte das so eingestellt sein, 5 Minuten vorher im Punkt genau, aber naja, so viel zur Technik. Ist das Jahr schon wieder rum, Mensch? Noch ein Jahr, Alter. Es kommt mir vor, als wäre es erst vorher gewesen. Das gar nicht. Alter, Sack, ey. Wir haben jetzt ein Jahr Terraria gezockt, Alter. Haben ja richtig viel gerissen, ey. Ja, wenn das ein Jahr war, dann... nicht mal das erste Haus. Dann kann niemand mehr über unser Minecraft-Let's Play ablästern hier. Ja. Ach ja. So, dumdi-dum. Wollen wir hier ein Aquarium bauen? Das wäre geil. Habt ihr Wasser gefunden? Mit Aquariumblick. Wenn du das den Rest anno, dann schwappt das Aquarium über. Nein! Gerade ausgesprochen, weißt du? Aquarium. Gerade ausgesprochen. Nicht, dann nicht. Nicht einreißen. Nein heißt nein. Ich kann ja das wieder so machen. Dankeschön! Jetzt bin ich im Aquarium! Juhu! Er hat auch noch eine gewisse Attraktion. Balvorik im Glas. Ja, Balvorik im Glas, genau. Ja, super. Perfekte Schneekugel. Komm doch wieder rüber, Mensch! Komm doch wieder rüber! Ist ein Block dazwischen, ne? Dann geht dieses blöde rote Ding hier kaputt. Was macht deine Lebensanzeige, so von wegen Atmen und so, völlig überbewertet, ne? Nein, nein. Mach so richtig viel Schaden. 2. 1. Wahrscheinlich generiert das in der 1 Sekunde auch genauso viel wieder. Komm mal rüber. Mal wo. Danke. Aber lass die Dinger drüben. Ich muss ja weg. Tschüss. Aquarium ist eine blöde Idee. Ach scheiße, hier geht's gar nicht raus. Ja, das war auch eine blöde Idee. Das war auch irgendwie eine blöde Idee. Na, auch nicht, verdammt. Scheiße. Wir hatten hier gebuddelt. Das kommt ja gut an. Ja. Aber das neue Lebensjahr fängt ja super an hier, weißt du? Au. Aua. Ich hier. Wir werden hier alle sterben. Das sehe ich schon. Oh. Andy denkt sich gerade, what the fuck machen die da? Oh, echt, also mir geht's hier ganz gut. So. Au. Nein! Hab Münzen gefunden! Ja. Ich wurde in zwei Hälften gerissen. Ah. Geht's ja noch. Ich warte auf dich, Anno. Kommst ja gleich. Ich so kann mich aufbauen! What the fuck? Nein! Was macht ihr denn da? Sterben. Hat doch keiner gesagt. Und das an meinem Geburtstag. So, Achtung, wieder der Zombie! Ich arbeite Arsch runter, und hier mach ich einen Chilling, ne? Wir machen Chilling, Alter. Ja genau. Genau. Ja, nicht auf mich drauf, blöder Zombie. Ja, super. Dago. Weißt du? Ich bin dein Fan. Ja. Dass der nicht nochmal eingetötet hat, ist mein Verdienst. Ich bin vor ihm direkt in die Luft gesprungen. Nee, ich starte ihn an. Ja, lauf doch mal 1A drüber. Ich dachte, naja, so eine Übermacht, die muss man jetzt bekämpfen. Ja. Das ist schön, wir machen hier gerade so ein bisschen... Wir kämpfen ist gut. Tür auf, Tür zu, weiter, Dago. Yes. Wir kaufen nix. Habt ihr Glück, dass ich weiß, wie eine Tür aufgeht hier in Terraria? Voila. Du hast aber auch nicht mehr viel Health, Valvorik. Nee. Health, I need some blood. Alkorik. So. Klopfen die einfach hier die Türen auch kaputt? Ja. Boah. Echt? Ich glaube schon. So mit der Zeit, glaube ich, geht da schon... Gut, wenn du sie reinlässt, ist es noch... noch schneller. Man kann übrigens auch den NPCs so Räume bauen, wo die dann einziehen. Also dieser Daniel zum Beispiel, der würde bei uns einziehen. Was macht ihr denn, wenn wir ihm einen Raum bauen? Anno hat sie reingelassen. Ich bin gleich wieder tot, weißt du? Ich bin mal weg. Ja, super, er ist weg. Bleib wenigstens da mit deiner Fackel. Weißt du?
hast da was. Bei dir kommt da sowas, also. Zombie macht die Tür zu. Idiot. Der letzte macht die Tür zu, Zombie. Geht's da irgendwo draußen, ne? Nee. Ich glaube, Valvo hat uns eingebuddelt. Nee, ich hab gar nichts gemacht. Hab ich gar nicht. Aber es klang besser als wir sind hier. Ja, so. Der Fackelträger läuft wieder weg. Sorry. Ja, ich hab mittlerweile. Ja. Gut, shit. Sorry. Was ich sagen wollte, man kann auch Dingsbums bauen, man kann Räume bauen. Nö, wer macht denn da schon wieder die Tür auf? Und sie es einziehen lassen und bei denen kann man dann Sachen zum Beispiel verkaufen und weiter. Ja. Das wird dieses Haus entworfen. Ja, ja, aber Minecraft ablästern, weißt du? So. Kenny hat uns wahrscheinlich schon eine voll die Prunkvilla drüben gebaut. Apropos ich Kenny, sollen wir mal zu dir rübergehen, Kenny? Nö, nee, braucht er nicht, ist schon okay. Ah. Nee, bleib wo ihr seid, bitte. Ja. Ich komme dann gleich nochmal. Dago wurde durch. Ja, Dago ist durch. Dago ist durch. Wird's eigentlich mal wieder Tag? Ich weiß nicht. Tag. Dumdi-dum. Schnitzel, Metzel. Ein Stern. Aua. Danke. Das ist mir die Tür genau vor der Nase zugesperrt. Auge. Ich hab's im Auge. Nein, bleib da! Bleib da! No. Was okay. Seid ihr denn jetzt schon wieder nach hier? Okay, ich komme. Ja, warte. Ich bin auch direkt im Anschluss. Okay. Wir müssen zu Kenny. Kenny hat uns eine Villa gebaut. Oh. So. Nicht das Licht ausmachen, das ist. Ich bin gerade erst mein ganzes Leben abgehört, das ich so gefunden hab. Slender. Slender, ja. Dann aber nie stehen bleiben. Mann! Mal richtig viel Lehm geerntet jetzt und dann kann man mal gucken, was daraus so. Anno, guck nach hinten zu den Augen, dass die nicht kommen. Die kommen aber nicht hier runter, oder? Die nicht. Boah, wieder viel Leben, Dago. Ja, extra für euch. Zwei. Hallo, Kenny. Hallo? Du bist der Einzige, der nicht stirbt, Kenny. Der weiß, wie das Spiel geht. Nee, nicht wirklich, aber. Reicht für uns. Für uns, um uns in die Tasche zu stecken, reicht's allemal. Hab was gefunden. Juhu! Das wäre auch ein schickes Haus hier eigentlich. Hast du einen Zombie gefunden oder was? Der Baum hier. Mhm. Also ich töte quasi die Augen. Mit einer Distanzwaffe. Ah, oh, okay. Mit Schneebällen. Voll der Pro. Also wenn du mal Augen mit Schneebällen abschießen kannst, Respekt. Also hast da du schon mal Schneeball ins Auge gekriegt? Ja, ich weiß, das ist. Aber ich meine die Augen. Okay. Nicht die normalen Augen, ne? Lass also mal irgendwie wäre es ganz nett da, oder? Was meint ihr? Ja. So ein Baum. Ein Baumhaus. Was ist das denn für ein Ding hier eigentlich? Achso, eine Baumtür. Achso. Die Tür zum Baum. Eine Baumtür. Die ist ja geil. Hast du auch gerade gesehen, ne? Ja, ja. Aber die Inneneinrichtung habe ich hier schon rausgenommen. Ja, macht ja nix. Super. Good job. Good job. Ich wollte nun mal eure Anerkennung auch ernten. So. Was für ein Spaß. Inspiriert mich einfach. Wie kommt man denn rein? Haben wir das nicht. Was macht ihr jetzt eigentlich? Ich hab das noch nicht so ganz verstanden. Dago hat's mir mal irgendwie ganz kurz angerissen. Bei deinem Kanal, was ist denn da jetzt passiert? Ganz bei mir. Ja. Ich hab mich gewundert, dass ich seit. Wann war das denn? Wir haben heute Freitag. Seit Dienstag oder seit Montag keine Kommentare mehr schreiben konnte. Ich konnte keinen Daumen nach oben geben, so allgemein gar nichts. Wäre jetzt überlegt, ob das vielleicht an meinem Internet liegen könnte. Hab meinen PC neu gestartet und so weiter und so fort. War es nicht. Ich habe meinen Mozilla Firefox mal geupdatet, daran lag es auch nicht. Hab dann geschaut, was mit Opera geht, war dasselbe Problem.
kam dann die Meldung, mein Kommentar konnte nicht gespeichert werden. Versuchen Sie es erneut. Dann, nachdem ich es dann mehrfach versucht hatte, ging da gar nichts. Hab mich dann einfach mal auf meinen Google Plus Account eingeloggt und da stand dann, dass der Account momentan gesperrt ist wegen Verstoß gegen irgendwelche Richtlinien. Okay, durchgesucht, im paar Leuten nachgefragt, woran das liegen könnte. Das hätte wohl mit meinem Namen zu tun. Und ja, jetzt habe ich da eine Änderung beantragt, jetzt überprüfen die das und ja, Antwort steht noch offen jetzt momentan. Mit dem Namen? Ja, mit dem Namen. Das ist ganz komisch. Also, wo ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, naja. Also es liegt nicht daran, dass du zu viel Content-Treffer hättest oder so? Nee. Na, wenn ich ja zu viel Strikes hätte, dann wäre der Account direkt gelöscht worden, ohne weiteren Kommentar. Und so ist er nur deaktiviert worden, oder wie? Der ist momentan gesperrt, ich kann damit nichts machen. Und ja, ich meine, ob ich nichts machen kann, weiß ich nicht. Vielleicht kann ich Videos hochladen, das werde ich heute Nacht noch sehen. Okay. Aber so bisher Kommentare schreiben oder sowas... Im Moment nicht. Unlustig. Na, echt ätzend, ey. Ich habe jetzt noch 14 Tage für das verfluchte Video. Also für das... verfluchte Anzeichen. Das schöne Video. Ja, das schöne Video. Aber ich finde dieses Projekt finde ich mega geil. Finde ich eine super Idee. Finde ich echt klasse. Aber halt so jetzt dann mal die eigene Idee. Vor allem das Problem ist dann, du guckst die Videos von den anderen und siehst, okay, Idee Nummer 1, weg. Schade. Scheiße, das ist schlecht, ja. Ich bin schon sehr froh, dass ich es rum habe, ehrlich gesagt, gebe ich auch zu. Also jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich das Projekt nicht gut finde, sondern einfach, weil, ja... Was ist nicht das da oben für ein Zombie-Labyrinth? Ja, wir haben ihm ein bisschen eine Wohlfühloase geschaffen da oben. Ein bisschen Grabstein und so. Willst du, soll ich wieder fluten? Nein, nicht fluten! Lass es einfach! Tu nichts, was wir nicht auch... ganz nett, mal so rausguckt und sieht da draußen das Meer. Tu nichts, was wir nicht auch tun würden, Anno. Das Wasser. Den Fluss. Hast ja recht, Balbo, hast recht. Den Strom des Lebens. Wie baut man denn jetzt... Achso, wahrscheinlich auch mit der... Spitzhacke, ja. Wie groß wollen wir den Raum machen, so? Mehr würde ich jetzt nicht sagen, okay. Oder? Nee, wäre okay, weil kommen wir gerade so schön an die Decke. Ja, soll ich fluten? Ja. Ja, dann brauchen wir da mal, hat ihr irgendwie eine Tür von euch? Nicht dabei, aber ich kann glaube einem, wobei wir haben hier keinen, Werkbank. Keine Werkbank, ne? Aber wenn ihr Holz habt, könnt ihr eine Werkbank bauen. Schon, ne? Ich weiß noch nicht mal, wie überhaupt hier irgendwas baut, aber okay. Geh auf Escape. Escape, genau. Rechts, ja. Escape. Und dann Werkbank zum Beispiel, das zweite von unten. Genau. Das zweite von unten ist bei mir Campfire. Gebaut. Ja, aber du musst ein bisschen durchklicken. Irgendwo ist eine Werkbank dann. Und an der Werkbank, wenn du an der Werkbank dann stehst, kannst du nur, wenn du auf Escape gehst, siehst du dann viel mehr noch, was du damit machen kannst. Triffst du die Wand nicht, ja? Stehst direkt davor. Triff die Wand nicht. Ja, hast du jetzt schon eine Tür gemacht? Nee. Dann mache ich die jetzt. Ja? Jetzt räumt das wieder ab. So, ja. Stehst im Dunkeln. Braucht jeder seine eigene Werkbank oder? Nee, kann jeder dran. Wie komme ich da ran? So nicht. So nicht, so baust du sie ab. Immer auf Escape. Dran stehen, Escape. Reicht schon. Musst du nur wieder aufstellen, am besten. Ja. Wo sind jetzt eigentlich meine Fackeln? Habe ich noch Fackeln? Nein. Oh, Escape. So. Ich baue dann mal einen Holztisch und einen Stuhl. Mhm. Was macht man denn mit den... Ich kenne die ganzen Crafting-Sachen noch gar nicht. Was braucht man denn hier eigentlich zuerst? Mit Holztisch und Stuhl können dann irgendwann NPCs einziehen. Und da kann man dann Sachen verkaufen, zum Beispiel. Okay. Oh, was ist das denn? Ich habe hier Spinnennetze. Ja, ist auch gut. Weiß zwar noch nicht wofür, aber... Der Tisch in der Luft. Klingt auch prima. Geil. Ja, hat was. Achso, nee, passt. Der ist nur so hoch. Der hat nur kein Bein. So. Ja. So. Gut, das heißt, wir haben unseren ersten Raum, naja... eingerichtet, in Anführungsstrichen. Kenny, ich komm mal zu dir. Ja, versuch dein Glück.
Das wird schon. Ich sehe schon, dass wir sind wieder die Bauer, Arno. Ja, es bleibt hier an uns hängen. Du hast dich quasi. Oder? Hier nach unten und so. Irgendwo quer, kann das sein? Ich bin runtergegangen und dann irgendwo mal quer reingegangen, wo ich dachte, da könnte ein bisschen was passieren. Okay, ja, ich komme. Ich bin gleich da. Tada! Ah. Warte mal, ich platziere dann meinen Ofen. So, und hier ging es nicht weiter, oder? Willst du nee, da war nichts mehr. Da habe ich nur die Spinnnetze geholt und hier ist auch nichts weiter. Gut, wir könnten uns jetzt hier natürlich weiter runterbuddeln. Ofen? Dann mache ich immer so ein bisschen mal ankratzen, schauen, ob man jemand findet. Ja. Wie in Minecraft halt auch. Ja, Probegraben. Und man kann sich jetzt am Ofen zum Beispiel auch so eine Rüstung bauen. Okay. Beispielsweise eine Holzbrustplatte. Wollte gerade sagen, ich hatte gerade mal die Möglichkeit, mir einen Holzhelm zu machen. Ja. Was ich schon sehr verlockend fand. Nicht. Geht so. So. Ich jetzt der Einzige, der sich das gemacht hat. Hast du eine Holzhelm gemacht? Ja, ich dachte, besser als gar nicht. Ich bin froh, dass ich langsam kommt. Hier, jetzt werde ich wieder niedergemacht. Das war so klar. Dann ist wieder stolz auf dich. Ja. Holzkopf, Anno. Hier ist zumindest Lehm. Aber. Lehm? Ist das ein Leitentrick oder wie kommt der da jetzt? Also, das sind Zombies so. Da umbauen. Dann können wir uns da durchbuddeln. Ich hoffe, hier kommt noch was Tolles. Und ich weiß nicht, ob man mit dem Schwert da durchpassen. Ja. So, einigermaßen. Yay, es geht zu einem Dreckblock. Juhu. Klick, 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 klick. So einen hatte ich noch gar nicht, ja. Irgendwann kriegen wir ihn. Ja. Irgendwann. Irgendwann. Leck, leck, leck! Sterb! Geh drauf! So, ich mach mal ein bisschen Licht, damit ihr auch was seht. Also. Wo seid ihr eigentlich? Mal so hier durch. Unten! Ja. Oh, aber Kenny hat die bessere Höhle gefunden, sehe ich schon. Ja, hier wart ihr schon. Das Gefühl, hier kommt immer mehr. Ja, die riesen Ausrüstung wahrscheinlich und wir. Wir kommen wieder als so Bot, weißt du? Ja. Na, im Moment ist bei mir da noch keine Gefahr. Die ganzen Grabsteine, die da rumliegen. Und alles meine. Ich war zuerst da. Kommst du klar, Kenny, oder soll ich runter? Ja, super, ich hab die Wand gebaut. Obwohl vielleicht ein bisschen Hilfe ist. Ja, doch, geht. Alles gut. Gut. Das Auge sonst noch da. Ich muss nur sagen, ich bin ja noch in der Nähe. Nur werfe ich mit Schneebällen. Genau, das ist, wenn gar nichts mehr geht, wirf mit Schneebällen. So, was habe ich jetzt? Arno versteckt sich dann mal wieder. Ja, schön. Übrigens, was ich dir noch sagen wollte, da hinten ist irgendwas hinter dir. Da. Das wirst du dir jetzt noch ein paar Mal anhören müssen. Da spreche ich, glaube auch für die nicht anwesende Penetika. Lalala. Nein, wo ist die gut. Eigentlich, wenn man mal, weißt du? Wenn wir gerade mal Terraria spielen. Oh, was mache ich jetzt schon wieder falsch? Wie setzt man denn eine Tür? Linker Mausklick, wenn sie ausgerüstet ist. Ja, hab ich. Aber. Aua. Okay, also ihr erkundet scheinbar nicht so weit. War eine Höhle immer nur so angeknabbert? Aber ja, wir sind immer noch oben. Ich hatte den Schisser Anno bei mir, weißt du? Nee, Quatsch. Oh, was? Nein, wir wollten euch einfach entgegengehen. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen hier später sicherlich eh nochmal wieder runter. Wie du ja gerade vormachst, dass wir hier wieder runtergehen. Ich habe Umbrella gefunden. Bring mir einen mit. Ella, ey, ey. Damit kann ich langsam mal fallen und ich sehe toll aus. Und ich sehe toll aus. Und ich sehe toll aus. Ja. Und ich sehe toll aus und ihr nicht. Weißt du, jetzt ist es sehr schade, dass du nicht aufnimmst. Das hätte ich gerne gesehen.
Explosive Weiblichkeit und so. Kannst du bitte vor mir nochmal fallen? Ich falle gleich so tief du willst. Ich würde. So war's jetzt nicht gemeint. So, wo bist du denn? Ah, hier, jetzt sehe ich dich. Fall mal. Oh. Hui. Fall mal. Fall mal jetzt runter. Fall mal. Mach mal ein Fallbeispiel. Hui. Das sieht toll aus. War das in der Kiste hier? Ja, ja. Hui. Du wunderst dich, warum wir dich verarschen. Hui. Hui. Ich kann es auch männlicher machen. Hui. Hui. Animalisch. Ich hab Gold gefunden. Ich hab Gold gefunden. Irgendwo. Das ist nicht anomalisch. Ich hab Gold gefunden. Anoisch, meinst du? Kupfer ist hier, glaube ich, wohl nicht so viel wert. Anoisch kann nur ich. Anohol. Ja, nimm Kupfer mit, ja. Ist ein großes Vorkommen an dem Glück. Okay, ich hab mich hier. Wir bauen gerade wieder falsch, glaube ich. Nicht das Wasser ablassen da, bitte. Nope. Lass es. Nö. Wieso stirbst du? Mal eine Frage am Rande. Warum stirbst du? Ein ernst gemeintes, ja. Man sollte doch Luft holen. Ach, man kann hier ertrinken? Ja. Oh. Wollt ihr das nur kurz zeigen? Ach so, geht. Okay, danke. Heiko. Heiko, genau. Alkoholik kann ich trinken. Kann ich schwimmen, meine ich. Was ist? Kann ich trinken. Okay, hier ist das Ende von unserem, Ja, ich jump genau drauf. Von unserem Baum. Kommen wir da überhaupt rein? Nee, ne? Strike. Ich glaube, nein. Aber haben wir nicht auch so, treppenähnliche Dinge? Also sowas wie hier schon ist so, wie heißt denn das? So Regale? Treppenähnliche Dinger. Seid ihr einfach immer weiter nach unten, oder? Ja, du kommst, wenn du ganz unten den Baum runter gehst, kommst du direkt zu uns. Habt ihr so einen linken Gang reingegraben? Ja. Ja, zwischendurch öfter mal. Ach. Ich sehe auch schon, wo du bist. Da brauchst du aber erstmal nicht weitergehen, da kommt nicht mehr so viel. Ah. Zumindest erstmal nur jede Menge Dreck. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dörte. Und der Kenny mit seinem Schirm. Ja. Du hast einen Schirm? Ja. Umbrella, was ist denn, ja. Du verstehst. Ach, ja, 50 seh euch. Holzpfeile. Ich seh euch nicht mehr. 70 Rope. Oh, shit. Hä? Ah. Ich komm raus. Eisenbarren. Verdammt, Anno sieht das ist uns. Dunkel. Hier ist noch ein Schirm. Es ist dunkel. Wo ist noch ein Schirm? Hier bei mir in der Truhe. Einfach weiter runter? Den will ich. Ja. Ist jetzt immer nur weiter runtergegangen? Ich komm nicht hoch. Warum komm ich hier nicht hoch? Ich fehlt euch nicht. Bist du der blauhaarige Gnom, ja, ne? Ja. Ich komm hier nicht hoch. Da drüben. Dann springe ich. Aber wahrscheinlich muss ich das Ding hier kaputt machen. Einfach springen. Umbrella. Springen. Ich glaube, Anno wird's eh nicht gehen. Ja, genau. Wir müssen das Ding hier wegmachen. So. Cool, was ist das da rechts? Ist das noch ein Baumstamm, oder? Nee, das ist der Baumstamm, den du runterkommst. Ich hab Wasser gefunden. Okay. Warte, ich lass es ab. Nein. Weißler hier, wa? Das ist der Hauptbaumstamm hier. So, wie platziere ich das jetzt am geschicktesten, dass wir hier hochkommen? Am geficktesten? Gefickt eingeschädelt. Oh, ich hab da was gefunden. Ich glaube, das ist wertvoll. So kommen wir doch hier hoch. So, Küpfermünze gefunden. Küpfermünze. Das sind meine. Nein, Gott. Küpfermünze. Okay, das hier ist jetzt wieder schlecht. S'il vous plaît. Wie der Franzose mit Blähungen sagen wird. S'il vous plaît. S'il vous plaît. So. Jetzt kommen wir hier auch wieder hoch. So. Das ist Sand. Ich hab einen Sandblock. Ist das was Tolles? Sandblock ist der volle Traum. Wenn du Sand magst. Candy. Couldn't breathe. Wieso nicht? Hast du dich vielleicht mit Sand zugebuddelt? Kann sein. Sand hast du dir oben? Die Spitzhacke in die Lunge gerammt? Oh Gott, hier starte ich jetzt.
Ja. Ich finde euch ja nie wieder. Doch. Der Sandmann. Mr. Sandman. Bring me an Anno. Bom, 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 ja. Komm mir mal entgegen, Anno. Wieso stirbst du auch gerade, oder was? Dann hätte ich's verstanden. So. Ich bin gerade in der alten Wohnung. Wir haben eine alten Wohnung. Ist die so gut ja. Das heißt, über Wohnung haben wir jetzt eine Wohnung oder was? Nee, ich hab gedacht, naja, der Baum ist unsere neue Wohnung, jetzt. Oder? Ja. Das ist unsere Wohnung. Ich höre euch schon graben. Ich baue mal was Neues für euch. Bauen wir eine Villa mit Pool und. Pool haben wir doch genug. Das hab ich vor. Frag mal Valvo, der ist schon ein paar Mal. Also. musste schon ein paar Mal schwimmen gehen. Kenny, wir haben doch eine schicke Wohnung. Aber echt. Hui. 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 Warte mal. Ich hüpfe gerne Campfire Baum. Kann platziert werden, Lebenregeneration erhöht wird, wenn in der Nähe ein Lagerfeuer. ja, ich bin. Aua. Gut Deutsch. Nicht Yoda, ich bin. Ja. Hoch auf deutscher Sprache, Walla. Walla. Wer bist du denn, ey? Achso, Anno, hä? Wer bist du denn? Ich dachte, du hast einen Pelzmantel an. Zu Recht, oh. die Frage gestellt, wer bist du denn? Das hilft so ein bisschen. Zeig ich dort. Gaylord Focker. Wer bist du denn? So Woodlord. Also, Anno. Fucker. Ach, Anno ist das. Yay, yay, yay. Ich habe uns mal ein Campfire gebaut. Vielleicht spawnen wir da auch wieder, wenn wir sterben. Betten gibt's ja keine, oder? Vielleicht sterben wir auch nur einfach nicht mehr. Ich finde meine Treppenkonstruktion hier voll innovativ. Wieder eine Brücke. Oh, ja. Ein negatives Kommentar über die Brücke, das Haus oder sonst irgendwas hier. Ein echtes Thema. Also krieg ich jetzt die Tür nicht auf wegen der Fackel oder was? Ja, ich hab grad irgendwie die Tür nicht aufgekriegt wegen der Fackel. Und hat noch 1000 Fackeln platziert. Ich hab eigentlich nur rechts, also auf die Tür geklickt. Auge stirbt. War echt. Auge um Auge. Geh sterben. Oder sowas. So. Ich hab eine Linse. Kontakt? Der erste Linse Kontakt. Halt. So. Ja, was machen wir jetzt in unserem Haus? Warten, bis Tag wird, oder? Ich werfe mal eine Granate. Oh nein! Nein! Keine Granate im Pool! Was soll der Pool sein? Ja. Das ist unser Swimmingpool da unten, ja. Das ist der Anfang vom Swimmingpool. Der wird sich, wenn es laut Anno geht, noch irgendwann mal quer über die Karte ziehen. Und durchs Haus natürlich, klar. Aufwachen steht schon mal. Ja. Alter, was machst du denn hinter mir die Tür zu, Anno? Hä? Was hast du da rausgeworfen? Neugierig. Ah, wer hat jetzt, wieso hast du die Tür nicht aufgemacht? Deswegen hatte ich es nämlich zugemacht. Auge in Zeit. Zwei Augen in Zeit. Jetzt bin ich gespannt, wie du spawnst. Danke, dass du es vormachst, Kenny. Ja, kein Problem. Ich bin immer zur Stelle, wenn ich gebraucht werde. Wo spawnst du wieder? Im Schnee. Na, super. Super, ich bin jetzt wahrscheinlich eine Stunde mit diesem Auge hier beschäftigt, bis es endlich mal wieder zu meinem Messer fliegt. Spawnen? Aua. Ja, so mit dem Lagerfeuer irgendwie leider nicht. Ich habe noch nicht am Lagerfeuer gesessen, vielleicht liegt das daran. Möglich. Aber. Seid ihr hier hochgegangen? Das sieht alles so komisch aus, oh ne. Einfach links. Nein. Fleisch. Ich hab euch mein Fleisch reingeschickt. Ja. Ihr oder? Ich lauf einfach wieder links rüber bis zum Baum und dann. Hey, wieso kann ich dieses andere Inventar jetzt nicht mal aufrufen? Was soll denn das? Welches Inventar? Escape, meine ich. Sorry. Ja, aber ich kann nicht mehr diese Bauvorhaben, die ich vorher bei dieser Werkbank machen konnte. Es geht auch nur bei der Werkbank.
Ja, ich bin jetzt direkt bei der Werkbank, drück Escape und hab irgendwie sehe ich nur das, was ich als Inventar habe. Ich kann eine rosa Vase herstellen. Links unten steht nix bei dir. Links unten soll da stehen. Unterhalb vom Inventar ist links unten so sind die Bauvorhaben, die man machen kann. Nee, da sehe ich jetzt nur Kupfermünze, Kupferbarren, Sandwand, Dreckwand, Sandsturmbrick, ja, Icebrick. Das ist ja genau das, was du dann bauen kannst. Wenn du dann weiter runter scrollst, kommen irgendwann dann mal. Dann fehlt mir was, weil vorher konnte ich hier Türen bauen und sowas. Ja, dann hast du vielleicht kein Holz oder irgendwas. Ja. Ah, okay. Das musst du auch im Inventar haben. Also zeig nur an, was du kannst, was du bauen kannst aktuell. Was du kannst. Was du kannst bauen. Was du kannst bauen. Boy. 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 So. Ja. Es könnte mal wieder Tag werden, finde ich, Kenny, oder? So. Ja, ich sortiere jetzt hier erstmal eben mal meine Kiste aus. Nur so, wie lange soll eigentlich diese Folge jetzt hier werden? Die, also Folge ist es, glaube ich, keine wirklich, oder? Es sind mehrere Folgen, beziehungsweise. Ja, aber wo machen wir denn hier mal den Schnittpunkt? Das ist eine gute Frage. Es wird ja jetzt schon recht unübersichtlich. Vor allem kriegen wir das hin, heute noch hochzuladen. Nein, Quatsch. Ja. Alle halben Stunden oder sowas? Oh oh. Ja, ich muss es auch noch rendern irgendwie. Was war das denn? Was heißt nicht oh oh? Kenny hat eine Granate nach mir geworfen. Nein. Die ist aus Versehen entglückt. Besser gesagt, er hat seine Kiste sortiert. Ja. Nennen wir es vielleicht so, puff. Mehr habe ich nicht mehr. Ich habe übrigens noch oh oh gesagt. Ja, das ist fast wie Anno. Übrigens hinter dir. Dann dreht sich jeder um. Was ist da? Weißt du? Na gut. Ich verstecke mich Tag? Neben Kenny. Nee, noch nicht. Ich verstecke mich. Nein, ups. Nein, ups. Klingt doch. Oh Mann, ey! Du hast doch die Granaten fallen. Was machst denn du wieder? Ich laufe auch noch hin, weißt du? Was machst denn du? Ja. Ich kann ein Eisen am Boss machen. Eigentlich sollte ich einfach. Ja. Aber ich weiß ja jetzt Bescheid, wenn Kenny irgendwie sagt, oh nein, dann einfach weg. Lauf um dein Leben. Lauf, wie du noch nie zuvor gelaufen bist. So. Was ist das denn? Wooden Fence? Was war das für ein komisches Geräusch? No offense. Ja. No offense trifft auch, ja. Hab ich keine. No offense! No fans, genau. Oh, ich hab den Amboss mal geschmissen. Das ist auch schön. Nein, jetzt hast du den. Anno versucht's gerade. Was denn? Hol dir das her, das Dingsbums, oder? Was denn wieder? Das den Mana-Stern, weil aus dem Stern kann man Mana-Dingsbums bauen, wenn man, ich glaube, 5 einsammelt. Kann man sein Mana erhöhen und mit Mana kann man zaubern später. Also ich kann jetzt hier Kupferwaffen bauen. Ey krass, wir haben wieder richtige Räume hier mittlerweile. Ja. Nicht wahr? So sieht's aus. Also die Tür fehlt noch. Ja. Hast du eine Tür zufällig dabei? Ein nee, kleines aber da innen drin, wenn wir den Raum quasi wieder abreißen. Dago, lauf. Wenn er sowas sagt, lauf. Interessanterweise hat's mir nichts abgezogen. Ich war fast direkt daneben. Gott sei Dank, ey. So. Ich habe mich nur gefragt, so, leider auch. Alter, das ist echt kein Scherz. Ohne Witz. Jetzt habe ich auch keine Granate mehr, toll. Jetzt kann es zumindest nicht mehr vorkommen. Ist ja schon mal. Was macht ihr da? Ich habe meine ganzen 8 Granaten gerade verworfen. Ich glaube, du willst es lieber nicht wissen. Kenny spielt halt ein bisschen. Ja, mit meinem Leben. Er will doch nur spielen. Mit meinen Granaten. Oh, oh. Ja, mit seinen Granaten, genau. Tür? Danke. Oder seinen ehemaligen Granaten, sagen wir mal so. Möchte jemand eine Eisenkette? Wir sind zum Erklimmen. Ach, schön. Can be climbed on. Da lese ich's gerade. So, dann baue ich mal hier eine.
Hier ne. Ne? Ne. Ne. Sag mal, jetzt könnte es aber wirklich mal Tag werden, sonst müssen wir die Folge wirklich mal beenden hier. Nachtfolge. War echt. Ist voll dunkel. Konnte man nicht auch irgendwie solche Klappen machen? So, so. Ja. Baue ich gerade. Dann. Machst du zwei? Ja, drei. Oder wohin noch? Da oben meinst du? Hier oben dachte ich gerade, dann kann man diese mittlere Mauer hier wegmachen, dann hat man einen großen Raum. Mhm. So. Ja. So. Bisschen ausgeleuchtet. Das kann man schon mal gar nicht mehr abbauen. Als Stützpunkt ist das hier aber gar nicht so schlecht. Okay. Als Zwischenstützpunkt, finde ich. Achso, ich wollte jetzt eigentlich... So. Okay. Ich glaub, wir können, oder? Ich wollte eigentlich so mehrere Räume bauen, weißt du, für die NPCs, dass die einziehen können. Ach so, Entschuldigung. Aber wir können da... Wie machen wir das? Oder wir lassen so einen Mittelgang als Raum. Weißt du, was ich... Dass wir hier zum Beispiel die Wand hochziehen und dass wir hier die Wand hochziehen und dann so einen Mittelgang haben. Ja, warum nicht? Die Frage ist nur, wie wir da hochkommen. Ja. Wir sind gerade oben. Später. Nee. Bringt euch nichts, ne? Nee. So? Ich ja. Keine Tür. Ja, sonst machen wir noch eine Ebene dazwischen, vielleicht auf der Mitte. Ja. Oder? Genau, ja, wäre eine Idee. Ich brauche nur noch eine Tür. Ja. So. Sonst bringt das alles nichts. Ja. Ich habe sogar eine Tür, hey, doch. Nö. Du bist aber oben. Ich habe kein Holz mehr. Der Typ. Sag mal, regnet's? Sag mal, regnet's? Ich habe eine zweite Tür, warte mal. Jetzt alle in diesen Raum hier hängen. So. Hat jetzt noch jemand Holz für diese Dinge zwischendurch? Also ich habe noch eine Holzklappe, wie es heißt. Ja, das klingt gut. Dann klappt die mal irgendwo in der Mitte hin. Also man kommt auf jeden Fall hoch. Ja, klingt gut. Ihr kommt auch hoch. Hä? Hui! Wir haben Räume! Es ist zumindest mein Anfang. Es ist Tag! Ja. Im Pool weiter basteln. Ich schwebe. Alter. Ich schwebe. Oder ich gehe okay. Runde sterben. Was ist da los? Was hast du denn jetzt gefunden? Die Klippe oder was da drüben? Ah, ja. Hat doch wer eine Bombe, Kenny? Die liegen alle in unserem alten Hauptquartier. Alle zu meinen Füßen, sozusagen. Das waren deine Partykracher. Du weißt nicht zu schätzen, was ich hier tue. Doch, ich find's super. Also, es hat mir selten jemand so einen knalligen empfangen, also zum Geburtstag. Hat dich selten jemand so geknallt, wa? Bisher wurde ich persönlich noch nie geknallt. Jetzt mal so. Toi, toi, toi. Ich hab's auch ehrlich gesagt nicht vor. Ich komme mir so ein bisschen vor, als hätte ich irgendwie zu viel Sonne abgekriegt und muss jetzt immer mit so einem Regenschirm rumlaufen. Mann, das ist tot. Ich lebe noch. Ich komm da nicht. Willst du einen Schirm? Alter, hier mit einem Schirm. Du hast aber auch nicht mehr viel Leben. Nee. Herr Hulk-Urik. Hulk-Urik? Was macht der Dark oder unten? Schirm, lalala. Es könnte ja regnen. Hat noch wer eine Granate oder Bombe? Irgendwas Nützliches eingesammelt? Weil er noch nichts geballert hat. Nicht, dass ich wüsste. Anno, geh den mal in den Rücken, bitte. Okay, zu spät. Was? Ja, was? What? Was? The fuck? So. Weil sobald ich da runtergehe, bin ich auch tot, ne? Ah, nee. Das sieht nur so aus. Du hast doch deinen Schirm. Stimmt. Was macht der Schleim im Raum bei uns? Das ist Schleim im Raum. Wo ist der denn jetzt hergekommen? Weil der offen ist, na super. Wer mag den Schleim bekämpfen? Er kommt gleich zu Anno hoch. Ja. Nee, bitte nicht. Obwohl, ja, gut, dann geh ich hab runter, eine Idee. Was soll's.
Aua. Geh da raus. Gehst du hier raus? Gehst du da raus? Und er hüpft. Holz. Ich muss irgendwie Holz sammeln. Hallo Kenny. Alter. Was war's? Hallo. Ich baue die Treppe zu unserem Baumhaus. Ja, von der anderen Seite. Also. Treppe ist falsch. So. Huh, das ist mir viel zu hoch. Whee.